Sì, sono molto felice, molto, molto contento, la prestazione abbiamo sofferto un po', però diciamo che è andata bene, dai. Sì, dobbiamo, sicuramente possiamo migliorare, dobbiamo migliorare, però penso che alla fine una partita, una vittoria importante che ci dà fiducia e morale. Le squadre sono molto preparate, è un calcio che si corre sicuramente. Bene, dai, bene. Qua bisogna stare molto attenti perché pure se i fiati ti ammoniscono e mi devo abituare su questo, nel senso. Però va bene, dai. Però penso che la compattezza della squadra si è vista, nel senso una squadra che sa soffrire, e questo lo sapevo già, perché in allenamento si vede questo. Sicuramente dobbiamo migliorare ancora. Ma forse a livello tattico un po', però non, di ritmo penso che non è, no, penso è uguale, nel senso c'è moltissimo ritmo, forse a livello tattico un po' c'è un po' di differenza. Sicuramente in Italia non si vedono squadre così giovani, oggi il Grasshopper è una squadra molto giovane, c'erano tantissimi 90-91 in campo, da noi 90-91 fanno la primavera, nel senso 94, capisci? È difficile vedere nel nostro campionato così tanti giovani. È anche difficile vedere vecchi come me. Bravo. Vedi. Wie war es mit Gennaro Gattuso auf dem Platz zu stehen? No, das war super, das ist ein super Typ, super Mentalität und mit seiner Erfahrung, er hilft uns viel, das ist klar. Es ist sehr interessant mit ihm zu arbeiten, er hat eine sehr gute Mentalität. Ja, er mag, was er macht und wir spüren das. Zweite Runde gegen Grasshoppers, zufrieden mit der Leistung? Ja, zufrieden mit Leistung, aber es fehlte noch ein bisschen mehr Intensität. Aber es war gut. Es war gut für eine Startsaison. Wir sind zufrieden. Wir haben das WM vorgenommen, wir wollten 2-0 gewinnen eigentlich. Das war die Vorgabe. Jetzt haben wir 2-0 verloren, wir müssen das nächste Spiel schauen. Wir haben sehr gute Chancen in der ersten Halbzeit und müssen 2-0 in Führung gehen. So ist es damals im Spiel, wenn man das Goal nicht macht, dann bekommen wir sie irgendwie. Ich würde sagen, auf dem können wir aufbauen. Die Leistung war an und für sich gut von der Mannschaft. Wir müssen das Goal einfach machen und dann kommt das gut. Beim 1-0 lassen wir uns verwischen mit einem einfachen Pass durch die Tiefe durch. Und beim 2-0 ist es ein Eigenfehler vom Roman, der das selber natürlich auch weiss. Er ist ein junger Goalie, aber ich bin überzeugt, dass das einzige und das letzte Mal war, wo ihm das passiert. Aber sonst haben wir Sion dominiert eigentlich über das ganze Spiel. Wenn man die Deckerstatistik anschaut, ist 9-1 für uns. Aber am Schluss zählt leider nur Goal. Und dort haben wir 0 und Sion leider 2. Sie sind die Ersten, die gegen den Weltmeister Gennaro Gattuso gespielt hast. Was sagst du zu seiner Leistung? Ja, auch er hat eine durchschnittliche Leistung gebracht wie der ganze FC Sion. Also es ist nicht so, dass er eine überragende Leistung gebracht hat. Er hat dann auch müssen raus nach 65 Minuten, glaube ich, weil er angeschlagen war. Also Sion haben wir heute mehr oder weniger im Griff gehabt. Aber leider zählt das nicht, sondern am Schluss zählen die harten Facts. Und das ist 2 Goal gegenüber 0 Goal von GC. We'll be right back.